Schönen guten Abend, Rudi Tömmes, Co-Trainer bei Eintracht Trier und auch früher Kultspieler gewesen. 97, 98, zwei Tore geschossen, einmal gegen Schalke, einmal gegen Dortmund. Es hat bis ins Halbfinale gereicht. Erzählen Sie als Co-Trainer den Jungs in der Kabine ein bisschen noch von damals, wie das war? Ja, eigentlich mache ich das weniger, weil, wie gesagt, wenn man die Atmosphäre heute sieht, dann denke ich, dass die Füße alleine laufen. Und da muss es schon Spaß machen, von so einer Kulisse Fußball zu spielen. Wie muss man sich die Stimmung denn jetzt in der Kabine vorstellen für diese Jungs, die heute gegen 1. FC Köln antreten? Ja gut, ist natürlich eine Anspannung, eine gewisse Anspannung da. Wie gesagt, Stadion ist ausverkauft und das ist nicht bei uns alltäglich. Sonst spielen wir von 1.500 bis 2.000 Zuschauer. Wie gesagt, die Jungs sollen sich freuen und sie freuen sich auch drauf auf so ein großes Highlight. Was ist denn drin für Eintracht Trier gegen den 1. FC Köln? Ja, ein Spiel. Also in einem Spiel ist alles drin. Also wir werden versuchen, dem FC Köln ein Bein zu stellen, wie wir es in der Vergangenheit schon anderen Bundesligisten getan haben. Aber es wird ein schweres Spiel und wir haben schon Respekt, aber wir hoffen trotzdem auf eine Sensation. Ich weiß, dass der Trainer Fortuna Düsseldorf gesehen hat in Köln und hat da auch das ein oder andere mitnehmen wollen aus diesem Spiel. Lassen Sie ein bisschen teilhaben. Wo ist der 1. FC Köln vielleicht zu knacken? Wo sind die eventuell Schwachpunkte? Ja, Schwachpunkt ist eine Zweitligamannschaft, wir sind Regionalligist. Also wir haben uns zwar Analyse von dem Spiel gemacht, aber Schwachpunkte können wir keine feststellen. Also wie gesagt, wir versuchen heute so gut wie möglich dagegen zu halten. Wir versuchen zu gewinnen, was wir jedes Spiel versuchen und dann schauen wir, was rauskommt am Ende. Sie kennen die Jungs ja gut genug. Sollte es heute die Sensation geben, sollte Eintracht Trier gewinnen, können die genauso feiern, wie sie damals gefeiert haben nach den großen Spielen? Ich hoffe, dass sie so feiern können. Also wie gesagt, aber muss erst mal das Spiel, erst muss die Arbeit getan werden, dann kann man feiern. Aber wie gesagt, erst mal abwarten. Wir freuen uns auf 90 Minuten. Vielen Dank. Okay, danke. Haben Sie das Funkeln in den Augen und so ein bisschen das Schmunzeln in den Mundwinkeln gesehen? Also ich will da jetzt nichts reininterpretieren, aber Rudi Tömmes, der geht das Ganze heute positiv an. Also die Trierer, der Regionalligist gegen den Zweitligisten, den 1. FC Köln. Jetzt gehen wir rein in die beiden Begegnungen.